Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls Prepare to Die Edition und wir wollten uns hier noch ein bisschen in Anor Londo umschauen. Wie gesagt, ein sehr schönes Städtchen, in Anführungsstrichen, oder halt eine sehr schöne Gegend, wie ich finde. Hier haben wir wieder unsere zwei Riesen, die werde ich mir auch nochmal vorknöpfen. Am besten wieder einzeln. So, wer möchte zuerst? Du möchtest doch bestimmt zuerst, also du sollst zuerst. Komm. Ja. Hopp, einmal weg. Draufhauen, draufhauen, weg. So, genau so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Nummer 2, bitte. So, jawohl. Rennen wir auch einmal rum. Au. Ja, das war jetzt dumm, weil ich den jetzt mal nicht fixiert hatte. Oh, oh. Das war jetzt sehr dumm, weil ich ihn fixiert hatte. Wieder eine Woche nicht gespielt und schon komme ich nicht mit der Steuerung klar. Also gut, dann nochmal. Gehe ich mir die Sachen, also meine Seelen nochmal schnell holen. Und dann gucke ich mal, was da oben. Oder gehe ich mir mal den Boss anschauen. Ich weiß es noch nicht. Na komm. Das war jetzt dumm, weil ich sie beide gleichzeitig eingeloggt habe. Ich renne mal hier raus. Zumindest versuche ich es mal. Nein. Also die Seelen direkt holen ist nicht. Hätte ich eigentlich auch gleich drauf kommen können. Dann werde ich doch zuerst den nochmal erledigen. Beziehungsweise beide, wenn es geht. Hoffen, dass ich an die Seelen komme. So, dann bitte Nummer 1. So. Dann wird er angelockt. Den ziehen wir jetzt noch ein bisschen hier raus, dass wir Platz haben zum Ausweichen. Weg. Okay, und ab geht's. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt sind wir nämlich gleich tot. Ich guck mal, ob ich die Seelen noch krieg. So. Das wenigstens schon mal erledigt. Ich begebe mich jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer, dass ich die wieder zurücksetzen kann. Damit ist ein Tod gespart dadurch. Ich merke, ich muss echt wieder reinkommen. Also, so lange Spielpausen tun mir bei dem Spiel hier nicht gut. Obwohl eine Woche jetzt nicht lang ist. Aber trotzdem. So, jetzt sind wir auch wieder aufgefüllt. Ich könnte hier eigentlich auch mal stehen lassen. Nur mich mit dem versuchen. Gucken, ob das klappt. Kann ich denn hier? Hier kann ich auch nicht großartig ausweichen. Na gut. Rollen. Das war nix. Nee, den muss ich irgendwie rauslocken. Da in der Ecke habe ich absolut keine Chance. Ja, dann versuche ich den mal in den... in die Dings zu locken.
Ich bin gerade echt erstaunt, wie schlecht ich im Moment bin. Also, ich glaube, ich spiele das nächste Mal einfach eine halbe Stunde vorher nochmal so, ohne Aufnahme. So, dann komm mal her. Bitte einmal ins Offene laufen. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Naja, gut. Weg! So. Ja, dann locken wir dich einmal hier hin. Laufen, laufen, laufen. Rollen. Und weg. So. So ging das doch schon besser. Dann hätten wir ein. Ich habe meine Energie wieder zurück. Und mir fällt auf, wenn ich jetzt sterben sollte, sind die ganzen Seelen weg. Außer ich schaff's halt dann nochmal hier hin. Vor dir, Monster. Oh. Okay, ich schätze mal, dann ist das da unten wohl doch nur ein Zwischenboss. Oder das da unten ist halt der Zwischenboss und hier geht's dann zum wirklichen... Uiuiui, naja gut. Ich glaube, mit den 9000 Seelen kann ich im Moment aber auch nichts anfangen. Ich schaue mal gerade nach, was ich zum Aufstieg brauche, aber das waren... Keiner, ich weiß schon gar nicht mehr, was, wie viel ich brauche. Sollte ich dann vielleicht nur eine Runde hier farmen, indem ich die Ritter weghau? Ich weiß es doch nicht. So. Aufsteigen. Ja, 18.000. Hm. Na, dann werde ich erstmal Ausrüstung reparieren. So. Und dann schaue ich mir mal an, was der Große da unten sozusagen hat. Wie wir mit dem dann wohl zu Rande kommen. Da der ja auch einen Schweif hat, können wir versuchen, den wieder abzuschlagen. Und ich hätte ganz gerne den Aufzug. Ah, sehr schön. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja, wären halt dann knapp 10.000 Seelen, die uns draufgehen. Oh. Bösewicht, wieso? Ja, gelobt sei die Sonne. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nein. Dann schauen wir doch mal, wie wir mit dem da unten zurechtkommen. Oh, das geht sogar, muss ich sagen. Auch. So, jetzt wäre es mal Zeit für den Flakon und gerade so draufhauen. So. Wir haben noch eine Gargoyle-Hellebarde, einen Gargoyle-Shit und einen Gargoyle-Helm erhalten. Sehr cool. Und 2000 XP. Die Sachen gucke ich mir gerade mal an. So, die Gargoyle-Hellebarde kennen wir ja schon. Da haben wir jetzt zwei von mittlerweile. Hellebarde, Kristall-Hellebarde, ja, genau. Und der Gargoyle-Schild.
ist da. Was hat der denn? Der hat physisch... Ja, ich glaube, so toll ist der jetzt auch wieder nicht. Der bronzene Angriffsschild des Gargoyle, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten bewacht. Ja, oder auch nicht. Schon die Haut des Gargoyles ist dick genug, um vielleicht... Ach, und vielleicht diente der Schild nur zur Zierde, da er als einer der wenigen Metallschilde physischen Schaden nicht hundertprozentig abwehren kann. Gut. Ach ja, genau, den Helm hatten wir ja noch. Wo ist der denn hin? Ich weiß gar nicht, ob er dann auch vielleicht irgendwie mal noch eine Gargoyle-Rüstung kriegt insgesamt. Höhlensoldat. Da, Gargoyle-Helm. Mhm. 15. Der Helm des Gargoyles, eines verzauberten Geschöpfs, das die Glocke der Erweckung im Turm der Kirche der Untoten bewacht. Da Gargoyle-Haut von Natur aus robust ist, diente der Bronzehelm lediglich der Zierde. Man kann nur wenig Schutz von ihm erwarten. Alles klar, gut. Also war jetzt nicht wirklich, ja, einfach nur Zierde-Objekte. Wahrscheinlich nicht wirklich so praktisch. Im Sturz angreifen. Was haben wir da unten? Nichts. Okay, war es das jetzt hier? Hier ist doch noch so viel zu entdecken. Da unten sind noch Gegner, wie es aussieht. Also hier geht's schon mal nicht weiter. Und darunter springen möchte ich nicht auch unbedingt. Unbedingt jetzt nicht, weil... Das sieht mir nicht so aus, als geht's hier weiter. Hier geht's aber weiter. Wir haben hier noch eine Nachricht. Hier wäre also ein Weg, genau, und der geht da hoch. Den hebe ich mir mal für später auf. Ich gucke mich jetzt erstmal hier unten um. Ha, eine Truhe. Die können wir auch öffnen. Erhalten Dämonentitanit. Sehr gut. Lohnt sich ja doch langsam. Wie gesagt, Vogeltitanit wäre mir lieber, dass ich die Hellebarde aufrüsten kann, aber das soll wohl im Moment noch nicht sein. Naja, schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Ach, hier kommen wir wieder hoch. Okay, jetzt kommen... Genau, jetzt kommen wir hier hin. Alles klar, dann hätten wir das jetzt auch... Dieses Rätsel auch gelöst. Und hier geht's nicht weiter, oder? Na doch. Ist hier auch wieder irgendwas Verstecktes? Nö. Gut, dann werde ich mal gucken, wo wir da hinkommen, wenn wir hier mal hochlaufen. Schauen wir doch mal, wo uns das hinbringt. Hm. Oh. Tja. Wurfmesser, das ist jetzt nicht so toll. Da hast du davon.
Na, Wurfmesser. Das war ja zu erwarten. Okay, hier haben wir also wieder ein paar leichtere Gegner. Hier haben wir eine Leiter. Schauen wir doch mal, was da oben so ist. Eine Nachricht ist hier. Achtung, Tränen. Ist das jetzt wieder so eine... Oha. Wir müssen darüber. Wahrscheinlich ist das mit Tränen gemeint, dass wir hier ganz schnell runterfallen kann. Und ich schätze mal, wir müssen auch gleich da oben noch kämpfen. Das wird heftig. Ach ja, und das ist auch etwas nervig, da der nämlich, ja. Au. Na gut. Dafür ist er jetzt weg. Kopfschüsse. Das wäre eine Idee. Jetzt wäre ich hier schon fast runtergefallen. Jetzt hier mit Analogstick zielen. Sachen, die ich... Na, komm. So. Na komm, so. Wie gesagt, deswegen spielt man keine Ego-Shooter auf der Konsole. Weil das Ziel einfach, ja, mit Maus und Tastatur nochmal wesentlich besser funktioniert. Aber gut, dann schauen wir mal, vielleicht kommen wir dem jetzt so bei. Stückchen nebendran, zielen und Feuer frei. Und noch ein Stückchen nebendran. So. Immer noch nicht, meine Güte. Wahrscheinlich schieße ich jetzt auf der anderen Seite an die... Alter, das... So, jetzt. Okay, genug davon. Wir wechseln mal wieder auf. Ja. Unsere Hellebarde. Nehmen einen Flakon. Und wir versuchen es nochmal ein bisschen weiter. Hier haben wir eine Nebelwand. Die werde ich mir, glaube ich, noch anschauen. Famose Kiste. Da hinten. Nicht jetzt. Nicht mit 13.000 Seelen. Obwohl das hier jetzt ja nicht wirklich so schwer war. Sagt er und starb wahrscheinlich gleich. Hep, einmal nach unten. Springen, Truhe. Und hier haben wir noch einen Nebel. Da war Gegner. Gut. Dann will ich erstmal gucken, was hier hinter dem Nebel ist. Nett. Hier haben wir einen Hebel. Von dem ich allerdings noch nicht weiß, was er macht. Gut, das finden wir aber, denke ich mal, in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen heraus.
Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.